Hier möchte ich Ihnen die CO2-Pistole Twin Master Trainer in Kombination mit Schalldämpfer und optischer Visierung vorstellen. Hier sehen Sie die Pistole und vorn an der Mündung die Haltemutter für den Laufmantel. Die Mutter sehen Sie hier auch gleich als Einzelteil. Die sieht aus wie eine Kronmutter und ist ohne passendes Werkzeug schlecht zu lösen. Die Bedienung solcher Pistolen habe ich in anderen Videos schon gezeigt. Darauf möchte ich hier nicht detailliert eingehen. Die CO2-Kapsel kommt hier unten rein und reicht dann ca. für 60 Schuss. Das Erscheinungsbild dieser Waffe ähnelt stark einer KK-Sportpistole. Für die Twin Master Trainer kann ich Ihnen einen Präzisionsadapter zur Befestigung von Schalldämpfern anbieten. Der Adapter wird anstelle der vorhin gezeigten Haltemutter eingeschraubt und am besten dauerhaft in der Pistole gelassen. Dessen 1/2 Zoll Feingewinde mit der Bezeichnung UNF kann durch eine Mutter aus meinem Sortiment verdeckt werden, so wie das hier zu sehen ist. Ich empfehle meinen Kunden Schalldämpfer der Marke Weihrauch. Der erforderliche Adapter ist seit kurzem verfügbar. Und der ist das Verbindungselement zwischen Twin Master Trainer und Schalldämpfer. An dieser Waffe reduziert sich das Abschussgeräusch unter Verwendung vom Adapter und dem Schalldämpfer von der Firma Weihrauch von ca. 90 Dezibel auf dann nur noch 63 Dezibel. Der Spülkasten von unserem Firmen-WC beispielsweise erzeugt 64 Dezibel. Hier an dieser Pistole wird auch ein robustes Leuchtpunktvisier gezeigt. Das kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Alle diese Produkte finden Sie auf meiner Webseite im Shop unter www.kanonen.de.